Du leuchtest mir den Weg, ich kann alles betätigen und du zeigst mir, wo es lang geht. Oh, schön gemacht. Ja. Und willkommen zurück bei Let's Play Portal 2. Ich bin euer 93 Trubo und wir sind auf der Flucht vor GLaDOS mit Wheatley. Oh mein Gott. Oh. Und schon ist wieder Ladezeit angesagt. Wheatley hat eine Geheimpassage geöffnet, um uns zur Flucht zu verhelfen und ihm auch. Aber warum will er eigentlich abhauen? Ich meine, was kann er viel machen? Okay, Wheatley, wie sieht der Plan aus? Weiterlaufen? Okay, wow. Wohin? Hier lang? Was sagt der? Hey, Wheatley! Was passiert da drin? Sieht nicht gut aus. Du musst da irgendwie wieder raus. So. Wheatley meinte, wir sollten die Turmfabrikation irgendwie ausschalten. Ich höre Schüsse. Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht. Ich hab schon. Keine Angst, Wheatley. Ich hab da Übung drin. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wo geht's hier raus? So. Hier, oder? Hier geht's so. Gut, super, los. Also. Wo lang? Okay, da. Hier ich folge lang, dir. Gut, gut. Mann, oh Mann, ist das spannend. So. Okay. Die Luft ist rein, Kumpel. Los. Bist du eigentlich in Ordnung? Du siehst ein bisschen ramponiert aus. Wow. Also du kannst natürlich nur der Schiene folgen. Wow. 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 Ach du Heilige. Okay, wow. Die hätte uns echt zerquetscht. Die hätte uns echt zerquetscht. Ach, ey. Wow, einfach weiter. Puh. Das ist ja besser als jedes Actionspiel. Mit Witz dabei und auch Tragik. Ach, Mann. Ich liebe Portal. Ich liebe die Portal-Spiele. Ich hoffe echt, dass sie einen Portal 3 Teil rausbringt. Teil 5, die Flucht. Das wäre so geil. Wheatley? Natürlich, so. Wheatley, wo bist du? Oh, klasse. Du hast es geschafft. Ah, da bist du. Mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Bist du sicher? Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Ich sehe nichts. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Was denn? Ah! Hä? Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Eine gut gestellte Frage, mein Lieber. Aber danke für die Hilfe. Sowas bräuchte man in jedem Haushalt. Wow. Ganz schön dunkel hier, was? Ja, aber zum Glück bist du ja der... Du bist ja zum Glück sehr helle. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Aber trotzdem, verlorene Roboter sehen, kann man das sagen? Das ist trotzdem, hoppala, erschreckend. Versuch rüber zu springen. Worüber? Ach da. Hoppala. Nicht stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Fabrikeingang? Achso, der Fabrikeingang von den Türmen, na klar. Wheatley, ich brauch Licht. Danke. Wow. Vorsicht. Okay, danke. Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Alle, hopp! So. Wir gehen ein ganz schön gutes Thema ab, weißt du?
Ich kann alles für dich betätigen und... Ich leuchte dir den Weg. Okay, danke. Ich kann alles... Du leuchtest mir den Weg, ich kann alles betätigen und du zeigst mir, wo es lang geht. Oh, schön gemacht. Ja. Danke, Wheatley. Ich verstehe ja auch Ironie. Ja. Nein, war das Sarkasmus? Ich glaube eher, das war Sarkasmus. Da habe ich falsch gedrückt. Warte, gut. Ich leuchte dir für den Sprung. Wuppala. Und noch einmal hier. Und nächstes Mal passe ich jetzt auf. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. So. Oh, schön gemacht. Danke. Ach du Heilige, was ist denn da hinten? Das sieht nicht so sicher aus, Wheatley. Ich muss in die andere Richtung. Kann das sein? Ich geh zurück. Ich glaube, ich war in die falsche Richtung gegangen. Hoppala. Beweg dich. Ich will ja nicht in die Läsere kommen. Ich will ja nicht selbst hier so Cyborg, zu einem Cyborg werden. Wheatley, bin ich hier richtig, oder? Ich glaube, wenn du da vorne bist... Nein, dann bin ich ja falsch. Da bist du. Müssen wir echt da weiter, Wheatley? Hier sieht mir nicht sicher aus. Ach, mein Gott. Schnell, hier da. Achso, da. Wow. Hey! Haben die mich doch frecherweise hier runtergeschubst? Was soll denn der Kack? Hm. Zumindest gib mir Wheatley den Weg vor, sonst würde ich ja wahrscheinlich noch aber dutzende Male runterfallen. Vorsicht! Okay, der Sprung. Ich leuchte dir für den Sprung. So! Alle hab. Und gleich wird's wieder schön gemacht. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. So. Oh, schön gemacht. Danke. Gut, wo ist jetzt nochmal der Weg? Oh. Boah. Das war ja knapp. Schnell, hier lang. So. Lust auf eine kleine Geschichte? Ja. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Hey. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Okay. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem Übel riechend. Ja, okay. Ist verziehen. Wow. Warte, ich leuchte dir den Weg. Danke. Wow. Hier kommen also die ganzen Würfe durch. QB, bist du hier irgendwo? Könnten wir vielleicht QB mitnehmen? Ja, die hat sie hier sicher auch satt. Hier die ganze Zeit hier für irgendwas verwendet zu werden. Hm. Wir kommen anscheinend der Fabrikation sehr nah. Schaffe ich das? Alle ab? Natürlich schaffe ich das. Okay, Wheatley, wo bist du? Wheatley. Wo muss ich lang? Ach, die Treppe runter. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Alles klar. Oh, ein Loch. So. Wheatley. Wo geht's hier weiter? Zum Korridor, meinte er. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ich denke schon. Gut. Klappt ja. Wheatley? Wo bist du? Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ah, da. So. Oh Mann, ist es dunkel. Hoppa. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Dankeschön. Ich finde Roboter auch cool. Die ganze Technik und was ihr alles machen könnt für uns Menschen, wo was viel zu gefährlich ist, das ist einfach grandios. Okay, links oder rechts, Wheatley? Ach, rechts lang. Gut. Ich wäre wahrscheinlich links lang gegangen. Wow. Ach, hier werden die Druiden gemacht. Der geht jetzt nicht an, oder? Ah, ne, der wird gleich verpackt. Wow. Das sieht mir aber nicht sicher aus. Wheatley? Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Okay. Sehen uns unten. Viel Glück. Wow. Ich soll mich hier weiter hier runter hangeln. Wo geht's hier weiter? Hier nicht. Hoppala. Das sehe ich doch rein. Nein! Ah, das ging schief. Da bin ich ausgerutscht. Beziehungsweise hängen geblieben.
Wann will ich wohl endlich rauskommen? Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Gut. Dann ist ja gar nicht so weit weg. Okay, bitte, wir sehen uns also unten, wie schon gesagt. Wow. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Alle ab. Sehen uns unten. Viel Glück. Hat der, die machen nichts. Hier lang, oder? Boah, ganz vorsichtig. Das wäre eine astreine Wasserrutsche, das sage ich euch. Ja. Wow, wow, wow. Lieber langsam mit feinen Schritten und... Wo würde ich da hinkommen, wenn es weitergeht? Na, gehe ich einfach mal durch die Tür. A tourist site, personal only factory. Ach, wir sind hier richtig, wunderbar. Gut, und der nächste Abschnitt, eine kurze Ladezeit. Aber wie wollen wir bitte die Fabrikation von den Drohnen ausschalten? Ich glaube kaum, dass Wheatley wieder ein paar Vogeleier parat hat. Wie hat er die eigentlich reingeschmissen? Er hat doch keine Hände. Und da geht's weiter. Wheatley, bist du hier irgendwo? Turmablösungsband aktiv. Turmablösungsband? Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Wie du meinen. Okay. Die so. Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Boah, Sie das da geht's ins Feuer. Wo muss ich hier lang? Hier weiter? Da komme ich doch niemals hin. Ach, da drüben. Alle ab. Hoppala. Yep. Yep. Nein, nicht runterfallen. Da blinkt ja einer. Hey, bist du in Ordnung? Okay, dann kommst du mal mit. Ne? Wenn du anders bist, dann nehme ich dich mal mit. Wir hauen hier nämlich ab. Upp. Nein! Nein! Bleib hier! Danke, bitte. Bitte gern geschehen. Keine Limonade, was? Sprichst du Englisch oder? Na, da geht's weiter. So. Der spricht ja Englisch. Oh, das habe ich auch schon gehört, die Geschichte. Das ist nicht genug. Nein. Ich kann dich leider nicht mitnehmen, weil sonst wirst du hier vaporisiert. Nee. Ich stell dich mal hier hin. Irgendwo, wo du eine schöne Aussicht hast. Hey. So. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Wenn jemand kommt, dann schießt du ihn ab, okay? Wir sind nämlich auf der Flucht, Wheatley und ich. Du bist der... Opala, Entschuldigung. Du bist der Erste, der mich nicht abschießen will. Deshalb helfe ich dir mal auf die Beine. Caroline, was? Wer ist Caroline? Carolyn? Okay, tschüss. Schönes Leben noch. Oh, das sind also die Schießübungen. Geht nicht? Ach, die habe ich die ganze Zeit gehört. Hä? Wo geht's hier weiter? Durch die Tür einfach, oder? Hallo? Quietschhähnchen, was? Wie komme ich hier weiter? Ich komme nicht zurück. Hier ist nirgendwo was offen, oder? Ach, da. Wow. So. Wow. Das war ja eine knappe Kiste hier. Defizieren sich oder ich schieße. Wheatley, bist du hier irgendwo? Was? Wow. Vorlage. Antwort. Hä? Vorlage. Antwort.
Aha, so sortieren die also die Schlechten raus. Das ist ja interessant. Das ist ja wie, als würde man hier beim Film auf dem Filmsitz sein. Oh, klasse, du hast es geschafft. Hey, hallo. Das wird dir gefallen. Gut. Sind fast da? Wo denn? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Bitteschön. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Ah ja. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Aber das sehen wir uns erst im nächsten Part an. Huh. Eine ganze Fabrikation runterfahren. Wir beide, wir kriegen das hin. Wir geben ein gutes Team ab, muss ich sagen. Wie findet ihr es? Also, 93 Jovo, I love and entertain you. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss und goodbye. Und habt noch viel Spaß bei dem, was ihr noch danach vorhabt. Bis dann!